ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr dabei seid. Heute machen wir aufgebraucht und aussortiert. Ich habe hier eine Tüte voller Zeug. Und das sind teilweise aufgebrauchte Sachen und teilweise aussortierte Sachen, Tops und Flops. Wir starten mal mit einer Starskin Smoothing Bio Cellulose Second Skin Eye Mask. Das ist dieses Schätzchen hier. Das war ein bisschen kompliziert, weil die waren nochmal so separiert mit so anderen Tüchlein. Und bis ich das gecheckt habe, das hat ein bisschen gedauert. Aber es war schön für unter die Augen. Schöne pflegende Maske. Herr Muffin hat die dann auch nochmal drauf gemacht, die Pads, weil die waren noch gut durchfeuchtet. Und ihm hat das auch gut gefallen. Also kann ich nur empfehlen. Dann habe ich leer gemacht. Einmal meine Haarfarbe von Illumen. Also von Goldwell, die Illumen in RV at all. Das ist das Pinkrot, was ihr hier seht. Ist ja schon ein bisschen rausgewachsen bei mir. Ich lasse ja meine Naturhaarfarbe rauswachsen. Aber die Spitzen sind noch in diesem RV at all. Und das habe ich aufgebraucht. Das ist so eine gelige Konsistenz. Und das haftet halt nicht so an der Haut und nicht so an Oberflächen, wie jetzt zum Beispiel Directions. Deswegen finde ich die Goldwell Lumen ganz toll. Die gibt es auch in Naturtönen und halt in vielen bunten Farben. Die kann ich nur empfehlen. Das ist so eine semi-permanente Haarfarbe. Was ich jetzt aussortiert habe, ist von Igora Royal Colorworks das Intense Direct Dye in Coral. Das habe ich jetzt aussortiert. Zusammen mit dem Rest Intense Fuchsia, was ich noch hatte. Das ist schon uralt und die sind auch nicht so gut wie die Illumen. Deswegen kommen die jetzt mal weg. Dann hat Herr Muffin aufgebraucht. Today Man Deo Spray Cool Breeze. Der braucht ein neues Deo Spray. Das werde ich ihm am Mittwoch besorgen. Dann hat er aufgebraucht noch ein Deo Spray. Die Nivea Man Dry Impact, Antitranspirant, riecht sehr männlich. Und einen Deo-Roller hat er aufgebraucht, auch Dry Impact von Nivea. Der Geruch ist eigentlich ganz nice, vielleicht kaufe ich ihm das nach. Dann habe ich aufgebraucht von BB die 5-in-1 Reinigungstücher. Das sind meine liebsten Abschminktücher. Damit kriegt man jeden Lipstick, jedes Augen-Make-up kriegt man damit ab. Und die sind schön sanft zur Haut, brennen nicht und bleiben immer feucht bis zum letzten Tuch. Die finde ich sehr gut. Dann Herr Muffin hat aufgebraucht das Dusch das Noir. For Man. 2-in-1 Duschgel und Shampoo, aber er nimmt das nur als Duschgel. Ja, riecht holzig, männlich, von der Natur inspirierte Düfte. Ja. Dann habe ich aufgebraucht einmal die Wohlfühl-Intim-Waschlotion. Von CD mit Cranberry und Milchsäure, idealer pH-Wert, Reinheitsgebot, nur ausgewählte Inhaltsstoffe, ohne synthetische Farbstoffe, ohne tierische Inhaltsstoffe, ist vegan. Und kommt mit so einem praktischen Pumpspender, das ist ganz angenehm, kann man unter der Dusche gut benutzen. Ist auch nicht zu flüssig, also lässt sich gut aufschäumen. Das habe ich sogar zweimal leer gemacht in der Zeit.
Gibt leider keinen Nachfüller. Man muss immer die Originalpackung kaufen. Sonst würde ich mir auch einen Nachfüller kaufen und das da reinfüllen. Dann ist das der Bad Head Manipulator Matt. Das ist ein Wachs. Da ist der Rest eingetrocknet. Und das habe ich aber nochmal gehabt für ihn. Das fand er ganz gut. Ist halt so ein Wachs mit mittlerem bis starkem Halt. Und riecht so... Ja, das riecht jetzt nicht mehr ganz so gut, aber das riecht so ein bisschen cocktailig. Fruchtig-cocktailig. So, dann habe ich aufgebraucht das Recharge Shampoo von Bad Head TG. Das ist ein Tiefenreinigungsshampoo. Ich wasche mir ja nur ein bis zweimal die Woche die Haare. Und dann ist das ganz gut, wenn man das schön tiefenreinigt. Das ist High Octane Shine Shampoo for Dull and Lifeless Hair. Also das belebt das Haar wieder und bringt es zum Glänzen. Macht die Haare aber ein bisschen härter. Also es macht nicht so schön weich wie andere Shampoos. Da braucht man auf jeden Fall einen Conditioner oder eine Kur hinterher. Hier steht noch drauf: Reduzieren Sie Unreinheiten. Holen Sie fantastischen Glanz. Holen Sie sich fantastischen Glanz. Dieses Shampoo ist reich an Antioxidantien. Es entfernt Schadstoffe, Schweiß und Rückstände und lässt Ihr Haar in besonderem Glanz erstrahlen. Ja, also es ist ein Tiefenreinigungsshampoo von TG. Kann ich nur empfehlen. Für alle, die das interessant finden. Dann hat Herr Muffin aufgebraucht. Einmal das Sios Power Man Shampoo. Er hat ja nicht so große Ansprüche an Shampoo, weil er hat einfach ganz normale, nicht gefärbte Haare. Und deswegen kommt er mit so einem Shampoo auch ganz gut klar. Das habe ich ihm auch schon nachgekauft. Dann benutzt Herr Muffin immer Einwegrasierer für seinen Bart, also für seine Bartkontur. Er trägt ja so 3 Tage Bart. Und da nimmt er gerne diese 2 Klingen-Rasierer. Diese hier sind jetzt von Gillette. Er nimmt aber auch die von Balea oder so ganz günstige. Aber die fliegen bei uns immer im Bad rum. Dann habe ich noch für die Haare aufgebraucht. Das ist schon ein bisschen sapschig. Ein bisschen angematscht. Von Catwalk TG Oatmeal and Honey. Das ist die Maske. Die riecht ganz lecker. Nach Zimt und Honig. So sieht die aus. Der Rest ist da noch drin, aber die stand jetzt schon ganz schön lange bei mir im Bad. Macht die Haare schön kräftig, kann man gut durchkämmen, schönen Glanz. Also eine schöne Haarkur auf jeden Fall. Dann habe ich aussortiert Code Beauty Banana Puder von Reval de Loup. Da ist nur noch ein ganz bisschen was drin. Also das habe ich ordentlich runtergerockt. Genau, das sortiere ich jetzt aus. War ein ganz normales Setting Puder. Dann habe ich so eine Duschgelprobe gehabt. Das roch so schön nach Orange, Orange Butter Creamy Shower Soap von Siaya. Das hatte ich als Pröbchen dabei bei meiner Purish-Bestellung, glaube ich. Dann habe ich aussortiert das Noxidoxy Serum Base Magnificent Enhancing Serum Base. Das ist uralt, also das ist echt Asbach uralt. Das kann man nicht mehr benutzen. Und ich habe es auch nicht viel benutzt. Das ist irgendwie so hinten im Schrank liegen geblieben. Und genauso wie diese Blackhead-Masken. Das ist jetzt solid. Also das ist jetzt ein Stück. Das war, glaube ich, mal flüssiger. Und jetzt ist das angetrocknet in der Verpackung. Ich kann es euch gar nicht zeigen. Naja, das ist auf jeden Fall krümelig und
leider schlecht geworden. Hier haben wir die nochmal. Hier sieht man das ein bisschen. Also hier, das war mal die Maske. So Anti-Pore-Strip. Dann hat Herr Muffin aufgebraucht Moisturizing Lotion von Clinique for Men. Das war mal so eine Probe vom Douglas. Ja, er nimmt sonst auch die Nivea for Men Creme. Die ist auch ganz gut. Dann ist mir auch schlecht geworden. Und hier ist ein bisschen Duschgel drauf. Leider mir schlecht geworden von BB Young Care, so eine Pflegecreme. Die hat schon so einen Deckel, so einen schmandigen Deckel und die riecht auch nicht mehr gut. Ist mir leider wups gegangen. Dann eine Gesichtspflege nochmal, Sensitive for Men von Herrn Muffin. Dann habe ich auch gebraucht einmal die Cien Aqua Tagespflege von Lidl. Das Aqua Creme Gel mit Glycerin und Panthenol. Das fand ich eigentlich ganz gut. Riecht frisch cremig, ein bisschen gurkig. Die fand ich eigentlich ganz nice. Und die Q10 Antifalten Nachtcreme. Die hat so einen schönen cremigen, pflegenden Duft. Die habe ich auch aufgebraucht. Ja, könnte ich mir eigentlich mal wieder nachkaufen. Aktuell habe ich diese hier in Benutzung von BB. Die Relaxing Pflege Tag und Nacht. Habe ich auch einmal leer gemacht, wie ihr hier sehen könnt. Und die kann man halt für tagsüber und für Nacht nehmen. Jetzt momentan, wo meine Haut so trocken ist durch die Kälte, ist das ganz gut. Schön reichhaltig für den Sommer, ist es vielleicht für einen Tag über zu doll. Aber jetzt momentan finde ich die sehr schön. Riecht so ein bisschen blumig. Die ist auch für alle Hauttypen geeignet. Verwöhnmomente für schöne und entspannte Haut. Dank einer samtigen Pflegeformel mit Aromaduft. Zweimal täglich nach der Reinigung aufs Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Genau. Die habe ich mir schon nachgekauft. Dann von Venus Gillette eine Nachfüllklinge. Das sind die ganz normalen Standard-Jungs. Die nehme ich immer gerne, weil die schön klein und wendig sind und sehr gut in die Achselhöhle reinpassen. Dann habe ich aussortiert von Schwarzkopf Professional BC das Repair Rescue Treatment for Damaged Hair. Das ist so ein Leave-In-Treatment. Und das ist jetzt schon mehr als alt. Und das habe ich auch lange nicht benutzt. Und deswegen kommt das jetzt weg. Aber für Längen und Spitzen ist das sehr schön als Aufbautreatment. Das ist ein Leave-In-Produkt. Das macht man sich nach dem Waschen in die Haare und lässt es drin. Und das repariert die Längen und Spitzen schön. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt ewig nicht benutzt. Und deswegen ja, hier steht drauf, man soll es ausspülen. Ich habe es immer drin gelassen. So. Ja. So, das war mein Müll der vergangenen paar Wochen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!